Ich finde dieses Gebäude großartig. Es ist anders, als ich es erwartet habe. Es ist offener. Es macht einen dynamischen und trotzdem strukturierten Eindruck. Und das Beste finde ich, dass es im Zeitplan liegt und wahrscheinlich sogar ein bisschen früher aufgeht als erwartet, was mich als Unternehmer natürlich sehr freut. Endlich mal etwas zur Zeit fertig. Ich selber konnte, als ich Student war, beim ISC mitmachen. Ich durfte das ISC auch das 13. ISC präsidieren und habe gelernt, wie viel mir der Dialog damals als Student mit Unternehmern gebracht hat. Ich wünsche mir, dass die zukünftige Generation von HSG-Studenten die Gelegenheit, diesen Dialog mit den Elterngenerationen, mit den Alumni auf einem institutionellen Niveau weiterzutreiben. Und ich hoffe für mich persönlich, dass ich als alter Sack dann auch dabei sein darf und mit Studenten wieder im Dialog sein. Ich glaube nicht, dass der Staat solche Projekte wirklich in die Hand nehmen kann. Für mich als Unternehmer und Kapitalist finde ich es wichtig, dass Unternehmer auch in die Hosen kommen und solche Initiativen fördern und unterstützen. Es ist uns allen gut gegangen, wir verdanken der HSG viel und ich denke, wir sollten, und es ist eine Verpflichtung, auch etwas von dem, was wir verdient haben, zurückzugeben.